Wir sind zurück in Kingdom Come Deliverance und wir hatten in der letzten Folge ein paar aufregende Momente erlebt. Wir haben uns gegen Kumanen verteidigt, mussten auch Kumanen-Rüstung finden für eine weitere Quest, für eine weitere Aufgabe, nämlich Maskerade. Und ja, wir sind zwar ein paar Mal auch draufgegangen, aber haben es letztendlich dann doch recht gut geschafft und haben auch diese gewünschte Kumanen-Rüstung ergattern können. Jetzt haben wir natürlich Übergewicht, das ist zum einen das Problem, dann sind wir hungrig und das heißt, wir müssen jetzt erstmal nachsehen. Wir haben hier leider keine Truhe, wo ich Sachen abladen kann. Also müssen wir zuerst mal irgendwo hin, wo wir eine Truhe finden und unsere Sachen erstmal abliefern oder eben unterbringen können. So, das heißt, wir schwingen uns auf Pebbles. Wir hatten hier eine geruhsame Nacht, hoffentlich zumindest. Hoffentlich hatte Heinrich keine Albträume. Und dann reiten wir erstmal, ja, entweder nach Hause tatsächlich, nach Rattay. Oder wir werden mal nachsehen. Ja, hier ist eben nur ein Bett. Die Truhen werden doch auch angezeigt, oder? Hier wird uns kein Bett angezeigt, obwohl das unsere Mühle ist. Doch, das ist hier hinter dem Wappen leider. Okay, aber da haben wir hier leider in Tarnberg keine Truhe. Wir hätten aber hier eine Unterkunft. Das heißt, wir könnten hier kurz eine Unterkunft mieten. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Schade, dass wir hier keine Truhe haben. Okay, aber hier ist ein Badehaus. Da gehen wir jetzt zuerst mal hin. Wir gehen jetzt zuallererst in ein Badehaus und werden uns da mal versorgen lassen. Werfen aber nochmal einen kurzen Blick. Das Pferd war ja auch überladen. Das war ja das Problem tatsächlich. Können wir irgendwas verkaufen? Okay, wir verkaufen mal Sachen. Wo können wir was verkaufen? Hier ist ein Händler. Leute, vollkommen egal. Wir werden da jetzt wahrscheinlich nicht das Geld bekommen, das wir woanders ergattern könnten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Händler. Tatsächlich. Wenn ich deine Fackel kannst du mal wegstecken. Wir gehen jetzt tatsächlich mal zu diesem Händler und sehen mal, ob der uns irgendwas abkauft. Das wäre doch vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, oder? Also, einmal hier. Können wir... Gott sei mit dir. Hallo. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Na, ich möchte ja was verkaufen. Die Frage ist, kann ich auch jetzt in meinen... Nee, ich kann jetzt nur hier auf meine Sachen zugreifen. Ah, hier haben wir nochmal ein kumanisches Schild. Haben wir das gar nicht mehr ausgerüstet? Das hatten wir doch ausgerüstet. Okay. Säbel. Oh, wir haben einen Säbel bekommen. Cool. Sehr cool. Okay, den möchte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Kumanenschild müssen wir erstmal aufheben. Den brauchen wir ja, beziehungsweise die ganze Rüstung der Kumanen, die will ich ja aufheben für die eine Aufgabe. Das haben wir alles jetzt gerade angelegt. So, die Forelle. Die verkaufen wir einfach. Vollkommen egal. Alles jetzt erstmal weg. In den Warenkorb. Was können wir hier noch verkaufen? Hundeschmalz. Wofür brauchen wir Hundeschmalz? Gut geeignet, um Würste aus Pferdefleisch anzubraten. Auf die Brust gerieben hilft er zudem gegen Husten. Okay. Nicht so schlecht. Verkaufen wir trotzdem. So, dann... Speck. Brauchen wir Speck unbedingt. Sättigend und wohlschmeckend. Sattheit natürlich sehr gut, aber wenig Energie. Auch nicht, sollen wir den Speck verkaufen? Gut, der wiegt jetzt nicht so viel. Wein. Der macht uns nur betrunken. Verkaufen wir. Sonstiges. Was hätten wir hier noch? Den wollen wir aufheben. Den haben wir noch für irgendwen. Ja, das wiegt. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ausmachen.
Einen Silberkelch, naja, der ist natürlich wahrscheinlich woanders. Wildschweinleger müssen wir aufheben, glaube ich, für irgendeine andere Quest noch. Okay. Das heißt, wir müssen dann erstmal, also das verkaufen wir jetzt schon mal. Können wir noch ein bisschen feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Wir können noch 10 ergattern. Ist gut. Komm, geh mal auf 10 rauf, ha? Huh? Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Na gut, okay. Dann machen wir das eben so. Gut. Ich wusste, wir werden uns einig. Okay, das zum einen. Dann, ja, du kriegst gleich auch was zu essen, Heinrich. Wir müssen jetzt erstmal hier unsere Sachen verladen. So, eine Axt verkaufen wir, glaube ich, einmal im Inventar. Die Keule verkaufen wir. Oh, einen Hornstrauchjagdbogen. Cool. Knüppel verkaufen. Danach verkaufen. So. Was ist hier besser? Das ist der Zustand. Die Kettenhaube hat noch größeren und das hier ist die Faden. Okay, dann den Nackenschutz verkaufen. Müssen wir aufpassen. Eine Bunthaube verkaufen. Das Hemd, das total kaputt ist. Hemd von Herrin Stephanie behalten wir natürlich. Das behalten wir auch. Das sind die Kumanensachen, die müssen wir auf jeden Fall behalten. Das Warhorse behalten wir auch. Okay. Dann haben wir hier noch Nahrung. Grieben ins Inventar wird verkauft. Hasenfleisch verkauft. Noch welches mit wenig gutem Zustand. Das hier. Wir auch mal noch mit, oder? Okay, gut. Das heißt, das war's, glaube ich, was wir hier im Inventar haben. Oh, die hat auch keinen Zustand mehr. Können wir die auch irgendwo reparieren lassen? So, Wirksamkeit ist auch ein bisschen runter. Wir müssen den mal wieder loben und füttern. Gut, jetzt nochmal handeln. Ich hoffe, der kauft uns das alles ab. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Nee, ich möchte immer noch Geld von dir. Axt in den Warenkorb. Keule in den Warenkorb. Knüppel in den Warenkorb. Hernach in den Warenkorb. Ein Säbel brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt, oder? Naja, behalten wir mal. So, den edlen Nackenschutz haben wir gesagt, verkaufen wir. Genauso wie die Bunthaube. Oh. Ah, der hat gar nicht so viel Geld. Oh nein. Okay, was bringt die hier mit am meisten? Dann nehmen wir die wieder zurück. Ah, das ist ärgerlich. Oh, schade, schade. Machen wir das erstmal. Besprechen wir den Preis. Ach nee, nee. Ach, ich wollte das gleich verkaufen. Ich wollte das jetzt gar nicht. Wir lassen das so. Na gut, einverstanden. So, okay. Und wie sieht's jetzt aus, wenn wir nochmal versuchen, was zu handeln? Jetzt hat er wahrscheinlich kein Geld mehr, oder? Wenn du Geld hast. Mach's gut. Hat noch 15. Also wir können noch einmal irgendwas verkaufen. Vielleicht hier die Axt. Und die Forelle noch mit. Ah nein, nicht kaufen. Quatsch. Was konnten wir nochmal verkaufen? Das ist dann... Was gibt der uns dafür? Nee, dafür würden wir wirklich so viel kriegen. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Können wir noch was anderes
Den Nackenschutz 18. Er hat 15. Grundhaube ist auch mehr wert. Okay, wir brauchen einen anderen Händler. Ich sehe schon. Funktioniert nicht. Hasenfleisch? Nimmt er uns Hasenfleisch noch ab? Guck mal, was er sagt. Akzeptieren wir den niederen Preis? Ja, komm. Vollkommen egal. So. Gut, das zum einen. Dann müssen wir nochmal kurz zurücklaufen. Und ich hoffe, da war noch ein Topf, wo wir was essen können. Oh nein, hier gibt's keinen Topf. Okay, gut. Gehen wir erstmal ins Badehaus und wir sehen mal nach. Gibt's hier noch einen Händler? Hier ist ein Bäcker. Hier ist noch ein Jäger. Ne, hier gibt es weiter keinen Händler. Ah, okay. Dann müssen wir noch einen normalen. Hier gibt es nochmal einen Händler. Ja. Ja, das muss jetzt leider sein hier. Wir steigen auf Pebbles. Was will er jetzt wieder? Und reiten einmal. Achso, erst ins Badehaus. Oder können wir rein, auch wenn wir überladen sind? Oder können wir jetzt nochmal was in die Satteltasche packen? Geht denn wie viel? Kapazität 226. Doch, da ist doch noch Platz wieder. Also 73. Puh. Okay. In die Satteltasche, in die Satteltasche. Das auch erstmal in die Satteltasche. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin hier. In die Satteltasche. Das eine will ich ausrüsten. Danach wieder in die Satteltasche. Säbel in die Satteltasche. Ja, wunderbar. Hervorragend. Aber wir müssen beim nächsten Händler unbedingt Sachen verkaufen, Leute. Unbedingt. Das ist sonst nicht so gut. So, wir reiten einmal zum Badehaus und lassen uns jetzt erstmal hier verwöhnen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf's sein? Bad nehmen, Kleider reinigen lassen. Heilung, Bad, saubere Kleidung. Ja. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Wie du willst. Hast du Geld? Na, selbstverständlich. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. So, wir sind wieder ein Mensch, sozusagen. 30 Groschen weggegeben, gleichzeitig noch gespeichert. Wir sehen jetzt hoffentlich wieder ordentlich aus. Und dann reiten wir nochmal, ich würde gerne nochmal nach Uschütze oder Richtung Uschütze. Denn da hatten wir ja in der letzten Folge hier in dem Lager eigentlich recht gut für Unruhe gesorgt, sozusagen.
Da würde ich jetzt gerne nochmal hingucken, ob es da noch mehr Sachen gibt, die wir plündern können. Wir brauchen ja nur noch einen Helm. Also, ach so, und einmal Köter loben. Köter einmal loben und wo ist Köter? Köter! Köter, komm mal bitte her. Einmal Köter loben. Braver Junge. Und einmal füttern. Will wahrscheinlich das Fleisch alles weggegeben. Ganz lecker. Nee, wir hatten noch Hasenfleisch, glaube ich, ja. Einmal Hasenfleisch, bitte. So. Gut. Und dann hast du, glaube ich, Kommando immer noch lauffrei. Ja. Also, einmal Richtung Humanenlager. Eigentlich dürften da jetzt doch keine Humanen mehr sein, außer einer noch. Aber ansonsten haben wir das Lager, glaube ich, recht gut ausgeräumt. Ich hoffe, dass da nicht wieder welche nachgekommen sind. Das wäre natürlich ärgerlich. Das fände ich jetzt auch irgendwie ein bisschen doof. Ich hoffe ja. Müssen wir noch über den Bach? Ich würde sagen, wir gehen... Ja, oder tatsächlich hier querfeldein. Querfeldein ist doch immer ganz cool, oder? Vielleicht ist es nicht so ein großer Bach. Ach, und das Vogelgezwitscher hier. Herrlich. Da hinten ist es schon. Steigen mal gleich ab. Wir ziehen gleich mal sicherheitshalber unsere Waffen. Haben wir jetzt das Schild auch? Ja, das Schild haben wir auch. Da sitzt noch einer, schaut mal. Wir sind ja jetzt eigentlich als Kumane verkleidet. Also eigentlich... Okay. Der hat jetzt natürlich keine Waffen gehabt. Das ist uns jetzt zugute gekommen. Sehr schön. Also können wir ihn plündern. Hat er nochmal eine tolle Haube? Wer hat auf jeden Fall wieder ein Ohr für uns? Ah, schade. Der hat Groschen für uns. Die nehmen wir natürlich mit. Einen Apfel. Hier, kumanischer Helm. Geht der? Zählt das nochmal? Werden mal nachsehen in unserem Questlog. 3 Kumanen Gesichtsschutz und Kumanen Rüstung. Das heißt, wir gucken in unserem Inventar bzw. bei Pebbles nach. Hier einmal. Das sollte doch jetzt schon ausreichen, oder? Ach so. 2-mal Kumanen-Sichtschutz. Okay. Und haben wir nochmal einen? Nein, schade, schade. Wir brauchen immer noch einen Gesichtsschutz tatsächlich. Ja, wieso? Wir haben ja noch unseren. Zählt doch auch, oder? Kumane, guck mal hier. Kumanenhelm. Hier, 2-mal. Ach so, 2-mal. Das zählt schon als 2-mal, weil wir einen schon anhaben, ne? Oder? Ich nehme den mal weg. Ja, das ist trotzdem dann 2. Okay, gut. Schade. Wir brauchen also noch einen. Einen brauchen wir noch und leider, leider sind wir schon wieder überladen. Satteltasche.
Narkomanenhelm. Der zählt leider nicht. Das ist sehr schade. Der hier zählt, weil der komplettes Gesicht hat. Bert kann nichts mehr tragen. Wunderhübsch, wir sind wieder überladen. Und wir sind wieder am Anfang. Wir müssen verkaufen. Können wir hier noch irgendwas knacken? Schade, schweres Schloss. Oh. Gut, uns bleibt also nichts anderes übrig. Gegenstand kochen. Wein vergiften. Cool. Bringt uns aber auch nichts, weil hier sind ja keine Kumanen mehr. Nichts mehr zu finden, leider. Na gut, das heißt, das Kumanenlager haben wir aber schon mal geräumt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und wir reiten jetzt weiter nach Uschitze, mieten uns da ein Zimmer. Packen Sachen in die Truhe. Beziehungsweise verkaufen Sachen. Hier beim Händler. Was weiteres bleibt uns leider aktuell nicht übrig. Ach, aber cool. Wir haben wieder ein paar Fähigkeitspunkte, Fertigkeitspunkte dazu bekommen. Das finde ich auch richtig cool. Das heißt, wir müssen vielleicht jetzt noch in das andere Kumanenlager. Schauen wir uns auch noch an. Vielleicht ist es auch nicht so schwer bewaffnet. So, wo ist hier der Händler? Schauen wir mal auf die Karte. Auch eigentlich geradeaus zu. Sollte kein Problem sein. Moment, das ist, glaube ich, dann dieses Haus. Ja, dann steigen wir mal ab. Ach, das ist ja aufregend hier. Ach, das ist nur so ein Händler. Ah, nee, da ist noch mal ein anderer. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen Sachen verkaufen, bitte. Bitte kauf uns Sachen ab. Ach so, erstmal dann noch Sachen wieder ins Inventar laden, oder? So, was verkaufen wir? Das ist jetzt hier Pebbles, oder? Ja, eine Axt. Ich will eine Axt verkaufen. Den Pernach wollte ich gerne verkaufen. Dann haben wir gesagt, den Nackenschutz. Und hier die Bunthaube. Das wäre erstmal das gewesen. Das versuchen wir jetzt erstmal. Hallo. Gott sei mit dir. Lebe wohl. Verkaufen. So. Jawohl. Die Axt. In hier. Nackenschutz haben wir gesagt. Die Bunthaube. Aber da kriegen wir jetzt weniger, glaube ich, ne? Als wir vorher... Naja, ist egal. Wir sind's los. Wir haben ein bisschen was bekommen dafür. Das brauchen wir alles. Dann Grieben können wir noch verkaufen. Können wir nichts verkaufen. Hier, was ist hier noch? Hier noch irgendwas loswerden? Ja, gut, das rentiert sich nicht. Okay. Das, also erstmal
Verkaufen wir erstmal das hier. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen mehr dafür. Wie wär's damit? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Etwas weniger? Wie wär's mit 63? Ja, das sollte passen. Sehr schön. Ruf sogar verbessert. Gut. Dann schaue ich noch mal kurz ins Inventar von unserem Pferdchen. Das will ich erstmal noch nicht verkaufen hier. Sachen brauchen wir ja später wieder. Das ist unsere eigentliche Ausrüstung. Und die Kumanensachen brauchen wir für die Quest. Das könnten wir alles in unsere Truhe packen. Hundefleisch. Oh, das haben wir von dem einen Hundi, das wir getötet hatten, leider. Billiger Wein, den könnten wir noch verkaufen. Aber richtig rentieren tut sich das nicht mehr. Wir brauchen definitiv einen... Was können wir noch wegpacken? Die Bunthaube kann noch in die Satteltasche. Tunika kann noch in die Satteltasche. Nochmal in die Satteltasche. So. Ja, die sind halt einfach überladen. Das ist einfach. Es ist einfach so. Gut. Dann einmal irgendwo eine Bleibe finden. Hier könnten wir uns einquartieren. Da kriegen wir, glaube ich, dann eine Truhe, wenn ich mich nicht täusche. Dann könnten wir uns auf dieses Lager noch zubewegen. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Wir quartieren uns hier mal ein. Steht ihr da oben eigentlich rum? Frank Maid. Sei gegrüßt. Was benötigst du? Eine Nacht, ein Schlafplatz. Ich hoffe, dass da eine Truhe ist. Aber ja. Für wie lange? Mal für eine Nacht bitte wieder. Nur die eine Nacht. Sicher, aber zuerst das Geld. Wir leben in schlimmen Zeiten. Ach, selbstverständlich. Hier dein Geld. Das ist ganz für dich. Keiner wird dich stören. Ist es? Wo soll ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Kiste für deine Sachen. Sehr schön, eine Truhe. Wunderhübsch. Lebe wohl. Also gleich hinter der Tür. Eine Tür und da ist eine Leiter. Ach, hier waren wir schon mal. Ja. So, und wo ist unsere Truhe? Das ist es, glaube ich, nicht. Oder ist es das? Schlafen und speichern. Schlafen. Ja, dann ist es das hier. Und hier ist unsere Truhe. Ah, können wir die nicht nutzen? Nicht unser Bett. Das ist hier unsere Truhe. Anscheinend. Okay. So, was haben wir denn da noch? Wir haben da auch so viele Sachen, die wir mal verkaufen müssten. Wahnsinn. So, den Hufkratzer, den... Kann ich das auch einzeln verschieben? Ach nee, nur alles verschieben. Okay. Ein Bruchstück haben wir auch des Schwertes. Okay, wir gucken jetzt mal bei den Waffen. Beile, die behalten wir mal. Jetzt gerade alles. Ne, wir müssen Pebbles leer räumen. Ja, wir müssen Pebbles leer räumen tatsächlich. Also einmal Pebbles leer räumen. Ach hier, genau. Den Bogen einmal ins Inventar. So.
Muss ich dann nochmal durchgucken, was wir letztendlich dann tragen überhaupt. Ich glaube, wir haben das, was wir tragen. Haben wir gar nicht mehr geladen hier. Egal. Kettenhaube ins Inventar. Einmal alles ins Inventar, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Humanen behalten wir. Das Leichentuch kann auch ins Inventar. Leisetreter. Wappenrock. Warhorse. So. Okay. Gut. Und das packen wir jetzt einmal alles in unsere Truhe. Eschenlangbogen, den haben wir. Oh, welchen haben wir denn? Welcher ist denn besser? Den, dann behalten wir den hier. Einmal verschieben. Ah, wir haben den rustikalen Eschenbogen. Und hier nochmal einen Eschenlangbogen. Oh. Verschieben wir den und legen den dann an. Können wir ja hoffentlich, oder? Ja. Der kommt einmal verschieben. Dann die Armschienen. Das hier, die Kettenhaube, die ganzen Sachen. So. Haben wir das jetzt alles in der Truhe? Ja, die Truhe ist jetzt auch voll. Aber haben wir jetzt... Wir haben immer noch 140. Oh Mann. Können wir nicht noch mehr tragen? Schwierig hier. Sehr schwierig. Ach, den Eschenlangbogen. Ach nee, das ist ja jetzt alles. Das ist jetzt alles. Den wollten wir noch anlegen. Okay, also wir haben jetzt hier 141 und die Truhe hat auch nicht mehr? Ist unser Inventar. Ich dachte, wir hätten das jetzt alles in die Truhe geladen. Okay, können wir noch mehr tragen? Packesel 1, Packesel 2. Können mehr tragen. Noch Packesel 3. Haben wir noch nicht freigeschalten. Schade. Puh, schwierig. Sehr schwierig, muss ich sagen. Lastenpferd haben wir schon. Können wir auch nicht noch mehr tragen. Na gut. Okay. Das heißt, wir können aktuell nichts weiter ablegen. Wobei unsere Satteltasche müsste doch jetzt wieder ein bisschen leerer sein, oder? Ja, da haben wir wieder Platz in unserer Satteltasche. Wunderbar, das heißt, wir können wieder ein paar Sachen noch in die Satteltasche verlagern. Wenn das dann nötig ist für später. Sehr schön. Ich sag, das wiegt alles nichts, das ist blödsinnig.
Becher könnten wir noch in die Satteltasche verlagern. Solche Sachen hier von mir aus. So, gut. So lassen wir das jetzt. Wir hier mal weiterkommen. Ich möchte nämlich gerne Richtung Humanenlager C. Da werden wir uns mal erkundigen. Mal auskundschaften. Ach, da ist Pebbles. Werden wir mal sehen, ob wir da eventuell noch einen Helm bekommen. Wir brauchen ja nur noch einen Helm, Leute. Einen Helm. Damit wir die Ausrüstung fertig haben. Also was da uns Fritz und Matthäus angeschafft haben. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das die beste Idee ist. Aber gut. Wir üben uns gleich noch im Kampf. Ist auch nicht so verkehrt. Ist natürlich tagsüber. Da wird das Kumanenlager bestimmt komplett bewacht sein. Ich hoffe nur, dass es vielleicht ein kleineres Kumanenlager ist. Ist Köter dabei? Wo ist Köter? Ja, Köter ist dabei. Huch. Wir schauen uns um und laufen schon ins Gestrüpp und stürzen in den Bach. Oh nein! Wir sind tatsächlich vom Pferd gefallen. Ei. Ja. Einmal umgesehen nach... Oh, Köter. Meine Güte. Wir schaffen Sachen. Wir sind ja hochtalentiert hier. Wir müssen jetzt hier rüber. Wir müssen tatsächlich über den Fluss. Kann Pebbles rüberspringen? Ja, einigermaßen zumindest. Ja. So. Weiter geht's hier. Ich hoffe ja, dass wir... Wir müssen vorher auf jeden Fall auch nochmal speichern. Hätten da gleich speichern sollen in unserem Bett. Ah, das war jetzt auch wieder ein bisschen dumm. Haben wir noch Retterschnaps? Einen noch. Nur noch einen, aber den nutze ich jetzt mal, weil ich will nicht wieder drauf gehen, ganz ehrlich. So, okay. Das ist mir nämlich zu heikel. So, da ist einer. Jetzt ist halt die Frage... Kennen die uns jetzt auch wieder? Ist es nur einer? Nur einer. Oh, wir müssen ihn noch töten. Er ist noch nicht tot. Okay, wir müssen ihn leider noch... Sorry, Kumpel. Nein, wir wollen den noch nicht... Nein, wir wollen den nicht aufheben. Ich will den töten, tatsächlich. Ich bin da leider gezwungen. So. Der hat... nur eine edle Kettenhaube, leider. Oh, verdammt. Wer bist du? Okay, einmal Kampf kämpfen. Das wäre aber die Haube, die wir brauchen, glaube ich, oder? Ah, wir müssen nochmal hier... Oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben geblockt. Könnten wir ihm denn nochmal das Schild irgendwie... Jawohl.
Jawohl. Oh, geblockt, obwohl. Er hat uns trotzdem weggedrückt. Gut, dass wir gespeichert haben. Den hatten wir leider... Ah, das wird schwierig, glaube ich. Blockt. Bluten leider auch. Ich gebe unser Bestes. Vielleicht schaffen wir es noch. Wir werden zumindest mit Blocken ein bisschen besser. Es wäre schön, wenn wir den Kampf jetzt... Nein, schade. Es wäre jetzt schön gewesen, weil wir hätten die Punkte natürlich dann gehabt. Aber ich bin froh, dass wir gespeichert haben vorher. Heißt, wir können das nochmal versuchen. Wir haben das Lager hier schon gleich gehabt. Wir gucken, ob wir das nochmal so schön schaffen. Den einen hier heimlich umzunieten. Ich hoffe, der setzt sich gleich wieder hin. Ja. So, einmal das. Dann werden wir den auf jeden Fall... Nein, nicht erst... Leute, ich will den erst... Ja. Böse. So, dann einmal das anziehen. So, und dann mal schnell zurückziehen. Okay, wir plündern mal trotzdem kurz. Wenigstens das Ohr. Und... Ja, die Kettenhaube brauchen wir nicht, glaube ich. Hier, doch. Hier ist sie. So. Wo ist er? Da ist er. So. Einmal abwehren gleich. Oh! Ehrlich? Cool! Oh, jetzt kommt noch der Hund hier. Köter, schaffst du das? Sonst helfe ich dir. Lass Köter in Frieden. Sorry. War's das jetzt? So, ich glaube, das war's. Köter, wir haben gut gemacht. Gut gemacht. Dann nehmen wir das Ohr natürlich auch noch mit. Räucherwurst, Speck, Verbände sind ganz gut. Na, wir werden doch immer besser. So, jetzt ist die Frage, sind wir wieder überladen? Wir nehmen alles mit. Können wir hier nochmal ein Schloss knacken? Nein. Schade. Kein Schloss zum Knacken. Doch, wir können es öffnen. Was ist das hier? Eine Unterhose. Die brauchen wir nicht unbedingt. So, okay. Leute, wir haben die Kumanenrüstung. Das ist schon mal richtig gut. Wir verziehen uns mal, bevor noch einer kommt. Einmal kurz etwas verstecken, bevor wir alle Sachen, die wir jetzt nicht tragen können, wieder in die Satteltasche packen. Das war aufregend. Okay. Einmal in die Satteltasche. Achso. Einmal in die Satteltasche. Das Holzschild. Oder? Was müssen wir denn? Den Säbel. Die Schlappen. Die Kettenhaube. Habe, das ist die, die wir tragen. Anscheinend ja. Okay. Aus mit unserer Quest. Beschaffe 3 Kumanenrüstungen. Beschaffe einen Kumanenhelm. Müssen wir nochmal hier rüber tun. So, das einmal ins Inventar. So. Und jetzt müssen wir
Wir haben jetzt, das hier können wir, glaube ich, noch einmal ins Inventar. Das macht's aber auch nicht fett. Das hier ist keine Kumanen. Den Kumanenhelm, der kann auch weg. Das brauchen wir alles. Das ist der, den ich gerne anlegen würde. Okay, jetzt müssen wir also zu... Komm, dann legen wir die Rüstung jetzt einfach einmal komplett. Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Wir haben es auf jeden Fall komplett. Dein Pferd kann nicht mehr tragen, okay. Wo ist Pebbles? Wir reiten einmal jetzt zu. Fritz und Matthäus können uns dann die Sachen abnehmen. So, das heißt, wir müssen jetzt diese Richtung. Wunderbar, einmal querfeldein sozusagen. Also erstmal diese Richtung hier. Ah, das hat doch jetzt hervorragend geklappt. Ich bin begeistert. Also, ich bin stolz auf uns. Ja. Auch wenn wir jetzt überladen sind, was echt schwierig ist, weil wir haben ja auch Rüstung, die wir tragen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das doch jetzt echt ganz gut hinbekommen. Das heißt, wir bringen jetzt die Rüstung zu Fritz und Matthäus. Damit die sich auch verkleiden können. Dann sind wir ja... Da liegt ein... Oh je. Da liegt ein Toter. Genau, bringen also die Sachen jetzt zu Fritz und Matthäus. Dann sind wir wieder leichter. Und dann müssen wir unbedingt unsere Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Auch bei Pebbles im Inventar noch. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, wir müssen. Wo geht's weiter? Hier dem Weg folgen. Gibt's da einen Weg durch den Wald? Eigentlich müssen wir mehr hierher jetzt. Dann hier entlang. Ja. Aufregend, aufregend ist das. Aber die Kumanen sind ja eh böse. Die würden uns auch töten. Also war das ja quasi Notwehr. Könnte man so auslegen, oder? So, ich hoffe, hier gibt es einen Weg durch den Wald. Oder wir gehen jetzt tatsächlich ja hier runter. Ja. Los, Heinrich, gib alles. Ach, und das Gute ist, wir sind auch wieder besser geworden. Das ist halt auch cool. Stärker geworden, besser geworden im Kampf. Haben jetzt auch ein paar Mal geschafft abzublocken, was ich auch richtig gut fand. Oder gut finde. So, wir müssen hier irgendwo über den kleinen Fluss. Oh ja, entschuldige Pebbles. Ich weiß schon. Hier können wir über den Fluss gehen. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch hier irgendwie durch den Wald kommen. Sehr gut. Das ist ja ein kleiner Fluss, da können wir so rüber. Ja. Wer fällt ein? Frei Schnabel. Durch den Wald. Abseits der Wege.
Jawohl, ich glaube, ist das hier vorne schon die Schenke? Oh ja, sehr gut, wir sind angekommen. So, das heißt wiederum, haben wir jetzt die Sachen alle geladen? Nein, wir müssen nochmal... Den Helm mit, das hatten wir doch. Müssen wir jetzt alles annehmen, annehmen. So. War das jetzt alles an kumanischer Kleidung? Ich glaube ja. Beschaffe 3 Kumanenhelme. Und auch beschaffe 3-mal Rüstung. Erledigt. Ja. Cool. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu Fritz, oder? Oder zu ihm hier sogar. Gott sei mit dir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht erst noch mit Fritz reden soll. Ich muss 3 Kumanenrüstungen beschaffen. Haben wir. Ja, beschaffe 3 Kumanenrüstungen, Maskerade. Okay, gut. Dann ist das schon er hier. Ich habe sie. 3 komplette Sätze. Was? Alles? Ja, einen Helm. Noch einen Helm. Oh, schade. Ein Kettenhemd, noch ein Kettenhemd. Das ist alles Quest. Mit 3 Kumanenrüstungen, ich habe 3 möglichst Sichtschutz. Das, was ich trage, muss ich das auch mit abgeben dann demnach? Quest. Ach ja. Ach, ich kann nur das übergeben tatsächlich. Okay. Ja, dann übergebe ich das mal alles, oder? Das kann ich nicht mehr übergeben. Kann ich nur zurücknehmen. Was muss der denn noch jetzt haben? Nochmal das hier. Ja. Okay. Und das hier kann ich gar nicht übergeben. Also. Wenn ich das zurücknehme. Ach, egal. Wir nehmen das jetzt einfach alles. Wir geben ihm das einfach alles, was wir jetzt hier haben. Die anderen Sachen können wir anscheinend behalten. Alles, was nötig ist. Los, lass sehen, wie du damit aussiehst. Okay, das heißt, wir kleiden uns jetzt auch damit. Oh. Ernsthaft jetzt? Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich habe sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kumanen furchteinflößend aussehen.
Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet, glaub mir. Hat einem Koman gegenüber gestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja? Ah, der ganze Aufwand umsonst. Ernsthaft jetzt? Jetzt müssen wir uns wieder ausziehen. Ihr wollt uns doch ehrlich verkackeiern. Gut, also dann einmal in die Satteltasche. In die Satteltasche. In die Satteltasche. In die Satteltasche. Alles in die Satteltasche. Lassen, glaube ich. Oh ne, wir nehmen den hier lieber auch in die Satteltasche. Hallo, geht das nicht? Oh nein. Oder doch? Oh, die Taste war gehangen, okay. Was haben wir noch? Kumanische Armschienen in die Satteltasche. So, was ziehen wir dann an? Pferd kann nichts mehr tragen, wunderbar. Wir nehmen eine gelbe Tunika. Eine gepolsterte Bunthaube. Kumanen, 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 Kumanen. Okay. Oh, was ist das mit der Kettenhaube hier? Packen wir die in die Satteltasche, rüsten die hier aus. Gelbe Tunika ausrüsten. Bunthaube ausrüsten. Oh, die hier ist besser. Packen wir die wieder in die Satteltasche. Lederhandschuhe ausrüsten. Oder... Nee, lieber die Handschuhe ausrüsten. Kettenhemd, können wir das auch noch ausrüsten? Ja, hervorragend. Gut, wir sind wieder ausgerüstet. Unser Pferd kann nichts mehr tragen. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Beschaffe 3 Kumanenrüstungen. Was kommt als nächstes? Frag Milomir, wie ein echter Kumane aussieht. Alles klar. Gut. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Jetzt haben wir erstmal genug Kumanen erledigt. Rüstung beschafft. Sind überladen ohne Ende. Müssen unbedingt Sachen verkaufen. Und dann müssen wir zu Milomir und ihn fragen, wie echte Kumanen aussehen. Obwohl wir ihnen vor noch einigen Minuten leibhaft entgegengetreten sind und sie bekämpft haben. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr findet es spannend und interessant und trotzdem auch ein bisschen gemütlich und unterhaltsam. Also schaut doch einfach wieder mit rein. Bis dann und tschuhu!